Mit der Augenlaserchirurgie korrigieren wir die meisten Sehfehler. Wie funktioniert eine Augenlaserchirurgie? Bei der Korrektur der Kurzsichtigkeit wird die Hornhaut abgeflacht. Bei der Korrektur der Weitsichtigkeit wird die Hornhaut aufgesteilt. Und bei Korrektur des Astigmatismus, das ist je nach Art der Hornhautverkrümmung, ein Teil der Hornhaut wird aufgesteilt und ein Teil der Hornhautverkrümmung wird abgeflacht. Das ist das Prinzip der Sehfehlerkorrektur mit dem Laser für alle Techniken, die heutzutage am Markt vorhanden sind. Ich lade Sie herzlichst ein, den Selbstevaluationstest auf unserer Seite durchzuführen. Durch diesen Test können Sie herausfinden, grob herausfinden, ob Sie für eine Augenlaserbehandlung geeignet sind und dann natürlich auch, wenn Sie für eine Augenlaserbehandlung geeignet sind, welche Methode das sein könnte.